Salut, du bist bei Joy Zone. Mein Gast ist ein Kinder- und Jugendpsychologe bei der Proventuta, der Urs. Und wir haben über Kinder und Jugendliche geschwätzt, beziehungsweise über Geld. Wie gehen die Jugendlichen mit Geld um? Haben sie genug Geld hier im reichsten Land der Welt fast? Wir haben herausgefunden, eigentlich haben sie genug Geld. Über 30% sind eigentlich easy mit dem. Nicht nur, weil die Eltern das Sackgeld geben, sondern auch, weil ganz, ganz viele einen Nebenjob haben. Und bevor wir noch weiter schwätzen, was gute Nebenjobs sind, was schlechte Nebenjobs sind, wie viel das man verlangen sollte für einen Nebenjob, haben wir euch hier außen gefragt, wie sieht es bei euch aus? Habt ihr einen Nebenjob oder was macht ihr, um an Geld zu kommen? Hast du mal einen Ferienjob oder irgendeinen Nebenjob gemacht? Ich habe einen Nebenjob und zwar mache ich ganz verschiedene Sachen. Ich arbeite zum Beispiel im Hallenstadion als Hostess, ein Fußballmatch. Ja, ganz verschiedenes. Nein, ich nicht. Ja. Also ich arbeite nebenbei. Das wäre? Kinderbetreuung. Ja, ich meine einfach Auto waschen und solche Sachen, ja. Das habe ich einmal gemacht. In den so Sommer habe ich das gemacht. Die meisten haben eigentlich einen Nebenjob, wie wir gesehen haben. Ich glaube, das kann man auch, ist auch so aus der Studie ersichtlich gewesen. Viele haben einen Nebenjob. Und wir haben auch einen Chat-Kommentar von Bobby. Ich finde Nebenjob schon cool, aber bekomme es nicht an, irgendwelche zu finden. Kannst du uns dazu etwas sagen? Wo findet man denn die guten Nebenjobs? Es ist tatsächlich eine schwierige Marktsituation. Es gibt mehr Jugendliche, die einen Job suchen, als Jobs vorhanden sind. Und eine Strategie ist, dass man sich gut vorbereitet, dass man schon im Frühling einen Job sucht für die Sommerferien, dass man auch wie ein Bewerbungsdossier macht, dass man einen Arbeitgeber sich wie einen normalen Arbeitnehmer bewerben, wo drin steht, was man bis jetzt gemacht hat, ob man schon Erfahrung hat in bestimmten Bereichen. Was Proventuta versucht, wo jetzt gerade bei der Proventuta im Kanton Bern ein Pilotprojekt läuft, ist, dass man die vielen regionalen oder lokalen Jobbörsen, die es ja schon gibt, aber die nicht so vernetzt sind und nicht eine grosse Präsenz haben im Büro, dass man die versucht zusammenzufassen, wie ein Netzwerk machen, wenn das gut läuft, wie man das vielleicht mal gesamtschweizerisch ausrollen. Also das Zusammenbringen von Angebot und Nachfrage. Was man muss machen, das ist auch wie bei einem Arbeitnehmer, sein Netzwerk nutzen. Seine Verwandten fragen, seine Bekannten. Hat er einen Nebenjob? Ich suche etwas. Das ist wichtig. Einfach Trömmel im Busch quasi. Ja. Wir haben einen weiteren Chat-Kommentar von Daniel Müller. Ab welchem Alter darf man überhaupt jobbeln? Gibt es da. Ja, wir sind in der Schweiz, es gibt sicher ein Gesetz für das. Selbstverständlich. Klar. Ab wann darf man das machen? Man darf ab 13 einen Nebenjob während der Schule oder einen Ferienjob annehmen. Das ist aber nicht, es ist nicht alles erlaubt, sondern es gibt einen sogenannten Jugendschutz. 13-Jährige sind noch nicht körperlich voll entwickelt. Das heisst, man passt auf. Es gibt Einschränkungen. Jugendliche dürfen nicht schwere Arbeit machen. Sie dürfen auch nur beschränkt arbeiten. Während der Schulzeit sind das maximal 3 Stunden pro Tag an einem Tag und maximal 9 Stunden in der Woche. In den Ferien darf man maximal die Hälfte der Ferienzeit arbeiten, also wenn man 4 Wochen Ferien hat, 2 Ferienwochen. Was ist denn schwere Arbeit? Ist in der Migros 4 Stunden aneinander egal einräumen oder im Coop oder im Aldi, um alle einfach da noch drin, ist das schwere Arbeit? Nicht für nichts. Du gerade solche Grossverteiler, die du jetzt erwähnt hast, alle, ein Alterslimit ansetzen. Meistens darf man gerade bei Migros oder bei Coop erst mit 15 oder 16 in der Ferien arbeiten. Weil tatsächlich den ganzen Tag Regale einführen, das ist eine relativ harte Arbeit.